So, genau. Wir hatten ja das letzte Mal da die Quest gemacht, die ja mega cool war. Die muss auch neu reingepatcht worden sein, weil es die auf der PS4 nicht gab. Und wir waren ja jetzt in Richtung Oxford unterwegs und da ist uns ja hier diese Mine hier entgegengekommen. Ja, ich würde mal schnell reparieren. Achso, genau. Da ist ja Dings. Da können wir ja schon die Informationen abgeben zu der Hildegard. Hildegard! Nee, zu Anna, ne? Anna ist ja. Die Anna. Die Kanna. Wo ist denn der Typ jetzt eh? Arbeitet hier überhaupt einer? Mann, 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 Mann. So, gleich mal bis 12 hier vorspulen. Der ist ja nur erreichbar hier ab 12 wahrscheinlich. Ne, will er noch nicht. Okay. Dann noch keinen Bock, sagt er. Ja, dann machen wir 14 Uhr. Hat er jetzt ausgeschlafen? Ja, jetzt können wir auf ihn reden. Guck mal, jetzt. Wo hast du das Silb? Was denn? Lass es. Ich sehe mich um. Schreib ihn hier an. 400 Gold hat er. Cool. Kann mich erinnern, dass das nicht besser war. Wir hatten jetzt auch schon Assassinen-Handschuhe. So, Handwerk. Reparieren. Ja, bitte. Ich glaube, wir sollten auch Bist immer du? mal ein bisschen Danke. Reparationswerkzeug mitnehmen. Lass es bleiben. Der kommt schon von allein. Du siehst aber gar nicht gut aus. Für den Fall der Fälle, dass wir wirklich mal wieder so eine lange Mission haben, wie eben. Also wie davor. Und wir. Wo ist denn jetzt schon wieder dieser Kackwegpunkt? Und ja. Wir dann einfach durch die Quest kommen müssen, quasi. Dingsbiberich. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns weiter in Richtung Ochsenfurt. Richtige Richtung? Habe ich das richtig ausgewählt? Abgepfiffen hier. Schneller! Bitte, bitte. Los, lauf! Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Lauf, Plätze! Ist hier noch irgendwas? Ich habe gehört, die Nilfgaarder wären ganz anders. Woher kommst du? Okay, einfach nur so eine Siedlung, ja. Schau mich nicht welche Schlampe an. Mit dem schwarzen Rumhurt und dann solche Sachen verbreitet. Wofür treten hier die Tür? Streitlustig, wie? Jo, ab und zu. Komm schon!
Okay, kommen wir noch schneller. Geh mir aus dem Weg. Du kannst passieren. Oh, nice, danke. Hey, hey, was ist? Dir rede Seine Majestät, ich nicht. König Radovid ist ein Streik. Aber gerechter Herrscher. Meine Mama hat gesagt, dass ich zu einer Striege werde, wenn ich mein Abendbrot nicht aufesse. Dieser nilfgaardische Kaiser kann mich mal. Ja? Was? Oh. Der Ritter aus dem Märchen. Oh. Der weißes Haar und ein weißes Haar. Okay. Alles zu mir! Zu mir! Hey! Na los, nicht lange gefackelt, zugegriffen! Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier gibt es alles, vom Apfel bis zum Zander. Weiß Haar, hast du meine Waren schon gesehen? Und ein Tintenfässchen. Oh, geh mir aus dem Weg. So, dann schauen wir mal. Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja. Um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Dein Vater ist ein Scheusal. Du bist wütend und verbittert. Das kann ich dir nicht verdenken. Warum hilfst du ihm dann? Warum arbeitest du für ihn? Weil er etwas über jemanden weiß, der mir viel bedeutet. Er hat versprochen, es mir zu sagen, wenn ich dich und deine Mutter finde. Verstehe. Eine Art Erpressung. Sieht ihm ähnlich. Nun, da du mich gefunden hast, kannst du ihm sagen, dass ich lebe. Und dass ich nie zurückkommen werde. Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das ganze Mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet.
Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Wojtek behauptet, deine Mutter wurde von einem Monster verschleppt. Ja, stimmt. Das Monster war riesig, doppelt so groß wie ein Bär, aber schneller und flinker. Es schnappte meine Mutter, bevor wir etwas tun konnten. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Deine Mutter ist im Buckelsumpf. Sie scheint glücklich zu sein. Aber ich fürchte, dass sie nicht ganz richtig im Kopf ist. Was? Sie lebt? Ich muss sofort zu ihr, sie da rausholen. Eine Reise in den Sumpf würde ich nicht empfehlen. Meine Entscheidung ist getroffen. Niemand wird sie mir ausreden. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Ich hoffe, es segnet dich eines Tages mit seiner Wärme. Danke, aber die Sache mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Immer diese Glückskeks-Philosophie. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Hexer. Sieh an. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen. Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben. Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Auf Wiedersehen, Hexer. Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl und viel Glück. Mit hier, wa? Okay. Kriegen wir schön viele Bücher hier. So ein silberner Kerzenstab. Wirklich neue Informationen haben wir jetzt nicht gekriegt. Irgendwie im Bestarium ein Monster oder so dazu gekriegt. Oder
Welch Vortrefflichkeit! Donnerwetter! Jetzt ein Wegpunkt bitte. Oh ja, siehst du. Der Hafen. Hier unten bestimmt auch noch irgendwo ein Wegpunkt sein oder so. Aber wenigstens haben wir jetzt erstmal Ochsenfurt und das Anschlagbrett. Und bestimmt wieder 20.000 Quests. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört. Ja, also haben wir jetzt auf jeden Fall viele Informationen, die wir dem mitteilen können. Und wir sind Level 11. Das ist schon mal gut. Könnten wir die Greifenschule jetzt anziehen. Ich bin so sicher, ob die so gut ist. Obwohl wir ja viele Zeichen momentan wirken. Ne? Wie kann ich helfen? Ich würde mir Leb wohl. Was faselst du da? Okay, also 36 ist schon gut. Plus 36. Auch wenn das mit der Zeichenintensität jetzt, aber wir kriegen ordentlich mehr Rüstung. Und Zeichen haben oder nicht haben, ist ja auch schon mal gut, eigentlich. So, und dann, ja, Waffen- und Rüstungsreparaturset nehmen wir mal mit. Kriegen wir halt ein paar Resistenzen dazu, aber hier ist, ja, hier haben wir halt auch viele Resistenzen und halt mehr Rüstung. Das ist halt wichtig. Wir müssten halt noch die. Also ist ja schon mal gut, dass wir die Greifenschule haben. Wäre halt nicht schlecht, wenn wir die Schwerter noch herstellen könnten von der Greifenschule. Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Trinkt für ein ganzes Bataillon, seit seine Familie verschwunden ist. Der lehrt ein ganzes schärfstes Zeug, ohne mit der Wimper zu zucken. So, Blödsinn. Da war ja noch was. Wir wollten ja noch mit dem Typen reden. Ja, was ist jetzt hier? Ne? Garten ist er nicht. Blitze, das wird. Hätte ich aus Versehen hier oben. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Tamara dein Geschenk gegeben. Wie hat sie reagiert? Wohl nicht wunschgemäß. Sie hat die Puppe weggeworfen. Weggeworfen? Götter. Ich dachte, trotz allem. Oh. Was ist mit Anna? Ich hab sie gefunden. Potzpestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte, für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist.
Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Mit Annie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etain erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Na gut, aber im Endeffekt hat er sie ja trotzdem, also hat er das trotzdem noch umgebracht. Offenbar verdient ihr euch. Naja, gut, ja, sie hat ihn betrogen. Er hat den Typen umgebracht. Boah. Typische Hexer-Antwort. Das war dir alles ziemlich egal. Ich weiß nicht, warum du mir das alles erzählst. Deine Ehe ist dein Problem, nicht meins. Ach, ein Hexer. Das war zu erwarten. Also gut.
Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen ein Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum! Du scherzt wohl! Wir müssen sie retten! Wir können sie nicht dort lassen! Mach, was du willst, aber ohne mich. Es ist blanker Irrsinn, in den Sumpf zu warten und sich mit den Mumen anzulegen. Was soll ich denn machen? Auf dem Arsch sitzen und auf sie warten? Ich nehme ein paar Männer mit und hole sie da raus. Ich habe dich gewarnt. Was du daraus machst, ist deine Sache. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Er landete genau vor uns. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Die Bäume! Verstecken wir das Biest! Verdammtes Biest! Verdammtes Biest! Ich zermalme dich, verdammtes Biest! Ha! Okay. So ein Bockel, Junge. Verdammt! Okay. Verdammt! Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Und wir kommen da hoch. Cool. Kommen wir durch. Mensch, lauf doch mal, Mädel. Thank you.
Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Hoffentlich nicht. Hat mich in große Schwierigkeiten gebracht. Was meinst du damit? Ich muss fliehen. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Novigrad. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. An wen war der Brief gerichtet? An niemanden. Der war so wie dieser hier. Wenn man ihn den Kerlen an der Querung zeigt, lassen sie einen durch. Der ist für mich. Warum sollte ich dir die Sache erschweren? Der Brief wird dir bei der Suche nach deinem Kind helfen. Cool. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Okay. Ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen. Oh, Entschuldigung, bin schon wieder weg. Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Eher nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte, sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Du warst wohl ziemlich verzweifelt, wenn du um ihn gespielt hast. Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten. Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech.
hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Wow, wie lustig. Urkomisch. Wirklich zum Totlachen. Pah, du könntest eine gute Geschichte nicht mal von einem Furz unterscheiden. Ein richtiger Baron. Sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein. Aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Und sei ihr ein guter Vater. Und das von ihm. Schön, ne? Er stinkt wie eine nilfgaardische Leiche. Ich sag euch, wo die Beute ist. Längst unter sich aufgeteilt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir alle für Quests gekriegt haben hier. Okay, Hauptquest wohl nicht so wirklich. Skellige. Keine Ahnung. Achso, das ist jetzt das mit dem Moomin. Okay, noch eine neue ohne irgendwelche Nummern. Gut. Freiwilliger. Okay, also ein paar Nebenquests haben wir gekriegt. Ah ja, hier. Wir müssen ja immer noch die Belohnung abholen. Genau. Von Novigrad können wir eigentlich dann auch die Katzenschule suchen. Wo ist die eigentlich? Verbessert. Ach, guck mal. Können die Verbesserung auch schon suchen. Ja, na, haben wir ja einiges vor jetzt. Ich würde sagen, wir holen erstmal unser Geld ab und dann machen wir noch ein paar Nebenquests. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht machen wir da noch ein paar Schatzsuchen. Mal sehen. Eigentlich müssen wir auch mal Hauptquests weitermachen. Vielleicht besuchen wir mal Triss. Nicht einfach. Überhaupt nicht. Du bist ja scheintot. Beweg dich. Ich hol das mal unser Geld. Vielleicht hat mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hab gestern einen Eimer Schal mitgebracht. Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader Hut. Der ist jetzt da unten. Ah, okay. Dann sind wir auch gleich bei Niederwürr. Ist doch in Ordnung. Mir keine Wahl. Ah!
Hexer. Meinen Gruß. Ich will mein Geld. Wo ist es? Da, nimm es. Doppelte Summe. Wie vereinbart. Ich halte mein Wort. Ja, beim zweiten Mal. Schon gut, danke. Und leb wohl. Nice. Oh, 570 Kronen jetzt. Nice. Richtig cool. Auftrag abgeschlossen. Na dann los. Helfen wir mal dem Baron hier noch schnell. Im Sumpf. Gucken der Dinge, die da kommen. Reh oder Hexer? Warum zum Teufel treiben sich die Hexenjäger überhaupt hier rum? Sie sind doch nicht aus Novigrad gekommen, um zwei Niemande aufzuknüpfen. Ich weiß es nicht, Herr. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Geralt, gut, dass du da bist. Das Geschwätz dieses Gesindels ergibt keinen Sinn. Vielleicht nehmen Sie nach ein paar Peitschenhieben Vernunft an. Und spuck's aus. Wo sind Sie hin? Zum Dorf im Sumpf, Herr. Das Mädchen ist mit ihm geritten. Er hat ständig nach seiner Mutter gefragt. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Einverstanden. Ich hole meine Männer. Wir müssen den Sumpf durchqueren und diese verfluchten Mumen erledigen. Drecksumpf! Diese verseuchte Luft lässt den Bauern das Hirn verfaulen. Mumen, Scheiße! Was werden sich diese Landeier als nächstes ausdenken? Die Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Ja, verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Vermutlich hat Anna großherzig zugestimmt, bei ihnen zu bleiben. Hatte schon immer ein gutes Herz. Mhm. Niemand wird zurückgelassen. Schnell, der Hurensohn! Ah!
ein harter Kampf. Ganz schön zäh. Ja, so viel habe ich lang nicht mehr gesehen. Wir hätten nicht herkommen sollen. Wir haben doch gar keinen Grund, uns hier herumzutreiben. Diesmal haben wir es geschafft. Aber wer weiß, was wir da unten noch alles finden. Hör ich da Angst? Aus deinem Mund, Brüllenberti? Was? Ich? Angst? Du träumst wohl. Schon gut, Jungs. Gehen wir weiter. Hopp, hopp. Zeig diesen Monstern, wer hier das Sagen hat. Na, komm mal hier. Mach mal leck. Alle zusammen! Verdammte Scheiße! Her. Das sind Frauen, die zu viel gesoffen haben. Denk also dran, wenn du das nächste Mal eine Frau was trinken lassen willst, trink lieber selbst. Hexer, warum bist du hier? Erzähl ich dir später. Hast du deine Meinung geändert? Wie viel hat mein Vater dir gezahlt? Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Hast ja deine neuen Freunde mitgebracht. Ich habe keine Angst. Das ewige Feuer beschützt mich. Mensch, vor mir muss es dich nicht beschützen. Tamara, liebe Tochter, du bist wieder da. Komm, verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren, niemals. Das lasse ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann, ich weiß. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Hört auf zu streiten. Es ist sinnlos. Wir müssen Anna finden. Wahrlich, ich sage euch. Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt die Soro? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich ein Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Hexer, wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe 5 Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Ha! Woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsuch das Dorf! Weil wir noch leben. Nicht.
Hier drüben! Ordentlich geschoben. Hey, zurück mit dir, Stinker. Ingwerbrot. Frisch und warm. Mutter. Ah, ja. Blitzblank, taufrisch. Los, peitsch mich aus. Ich hab's so klein gemacht. Ich hab geklappert, aber nur um zu sehen, ob es fest ist. Aber es ist frisch. Hab Erbarmen. Oh, Mutter. Hab Erbarmen. Aber ich hab gebeten. Gebettelt. Mutter, ich bin es. Erkennst du mich? Was ist mit ihr passiert? Ich hab gesagt, ich mach das alles. Gib her. Ich schrub es nochmal. Schrub es sauber. Mutter! Da kommt etwas. Passt auf. Was war das? Wölfe vielleicht? Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Macht euch bereit. Bring mich um. Und ich. Weiter, weiter! Du stinkst nach Angst. Das verdirbt dir Geschmack. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Du stinkst nach Angst. Das verdirbt dir Geschmack. Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett, köstlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Du stinkst nach Angst. Das verdirbt dir Geschmack. Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett, köstlich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Du stinkst nach Angst. Das verdirbt dir Geschmack. Wir schützen das auf, Junge. Aus dem machen eine leckere Brühe. Was war das? Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben! Sind sie nie zufrieden? Genug. Ich bringe sie von hier weg. Sie ist meine Frau. Ich nehme sie mit nach Hause. Und du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Rühr sie nicht an. Wir verlassen jetzt diesen verfluchten Ort. Sie ist krank und schwach. Wo willst du sie in diesem Zustand hinbringen? Nach Ochsenfurt? Das wäre ihr sicherer Tod. Ich kann für meine Mutter sorgen. Sie ist keine Puppe, um die sich Kinder zanken. Lasst sie entscheiden. Kuchen! Kuchen zum Abendessen! Sandkuchen! Sie ist außerstande, irgendetwas zu entscheiden. Ein böser Zauber, das muss es sein.
Hilf ihr, Hexer. Ich flehe dich an. Bevor wir irgendwas unternehmen, muss sie von hier fort. Die Mumen wissen, dass wir ihretwegen hier sind. Vielleicht schicken sie noch ein Monster, ein noch gefährlicheres. Ich bleibe hier, bis du mir verrätst, ob du ihr helfen und den Zauber brechen kannst. Es ist kein böser Zauber, fürchte ich. Was denn dann? Sie hat viel durchgemacht, hat ein Kind verloren, wurde von einem Unhold entführt, hat im Dorf der Mumen gelebt und sich um Kinder gekümmert, die jetzt fort sind. Sowas hinterlässt bei jedem Spuren. Dann gibt es keine Hoffnung? Du kannst ihr nicht helfen? Bleibt sie für immer so? Es tut mir leid. Es gibt einen weisen Eremiten, einen großen Heiler. Hab ihn vor langer Zeit kennengelernt, in den blauen Bergen. Ich werde sie zu ihm bringen. Es ist einen Versuch wert. Ich werde mitkommen. Das ist leider unmöglich. Wieso? Du hast Pflichten, die der Kult des ewigen Feuers dir auferlegt. Wenn wir unsere Arbeit in Velen erledigt haben, kehren wir nach Ochsenfurt zurück. Du hast gesagt, du wirst meine Mutter retten. Und ich habe Wort gehalten. Dein Vater kann sich jetzt um sie kümmern. Er und kümmern? Du kennst ihn doch. Du weißt, was er ihr angetan hat. Er schwört, dass er sich geändert hat. Und in seinen Augen erkenne ich ehrliche Reue. Er wird für sie sorgen. Und du hast ein neues Leben, neue Pflichten, dem ewigen Feuer gegenüber. Keine Angst, es wird alles gut. Ich werde keinen Tropfen anrühren. Ich finde den Eremiten. Und wenn sie wieder sie selbst ist, kommen wir zu dir. Schwöre es. Du hast mein Wort, Kind. Oh. Immer diese Familie. Hexer wurden geschaffen, um Monster zu töten. Es spielt keine Rolle, wer den Auftrag erteilt. Die Bezahlung muss stimmen, das ist alles. Hexer diskutieren nicht. Ihr Gewissen spielt keine Rolle, sie führen den Auftrag einfach durch. Sammeln dann die Börse auf und machen sich wieder auf den Weg. Von den Hexern wird nicht erwartet, dass sie die Menschen vor sich selbst schützen. Vielen Dank, Hexer. Trotz allem. Möge das ewige Feuer dich schützen und leiten. Lebt wohl.